Allgude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 57 Vanille. In Albus' Büro regte Minerva sich heftig auf, als sie dem Direktor gegenüber empört vorwarf. Das ist nicht dein Ernst, Albus. Du hast wirklich vor, Harry zu bespitzeln, obwohl es keinen einzigen Grund für irgendjemanden gibt, der das bestätigen kann, was du dir in deinem wilden Kopf zusammenreimst. Albus nickte gelassen und bot Minerva von seinen Zitronenbrausebonbons an. Hier, nimm einen, Minerva, und dann? Doch die Hauslehrerin von Gryffindor verzog lediglich das strenge Gesicht, bevor sie gereizt ablehnte. Bleib mir mit deinen Beruhigungsmitteln versetzten Leckereien vom Hals. Albus erhob sich aus seinem gemütlichen Stuhl, ging um seinen Schreibtisch herum und trat an Minerva heran, die so stocksteif und trotz ihres hohen Alters immer noch viel Anmut ausstrahlend in der Mitte seines Büros stand. Einzig ihre Atmung verriet, dass sie momentan sehr zornig war. Ich habe doch erklärt, Minerva, dass es notwendig ist. Wir werden ja sehen, wie Harry reagieren wird, und allein sein Verhalten wird zeigen, ob er sich von der lichten Seite abwenden wollen würde. Erklärte Albus mit seiner väterlich vertrauten Stimme. Doch Minerva schüttelte nur aufgebracht den Kopf. Du kannst aber nicht von dich auf andere schließen, Albus. Harry benötigt keine deiner Prüfung, um zu wissen, welche die richtige Seite ist. Nur weil Ollivander dir damals nach Grindelwalds Tod aus deinem Zwiespalt herausgeholfen hat und dir den Weg weisen konnte, bedeutet das nicht, dass Harry eine ähnliche Situation durchlebt. Er war glücklich, Albus, bis du angefangen hast, ihm das Leben schwer zu machen. Zeterte Minerva. Albus lächelte, bevor er antwortete. Gut, wenn du davon ausgehst, dass Harry keinerlei Zweifel überkommen sind, dann brauchen wir auch alle nichts zu befürchten, wenn mein Plan... Albus! Blaffte Minerva, so dass sie sich selbst über ihre Lautstärke erschreckte. Die meisten Bilder in Albus' Büro waren einmal kurz zusammengezuckt, als sie dem Direktor lautstark das Wort abgeschnitten hatte. Nachdem sie seine ungeteilte Aufmerksamkeit erlangt hatte, sagte sie mit gestrenger Miene und viel Wehmut in der Stimme. Albus, du hast gesagt, wenn Voldemort vernichtet und der Krieg vorbei ist, dass wir dann heiraten werden. Das werden wir auch, Minerva, das werden wir. Nachdem Harry seine Prüfung bestanden hat, sagte Albus zuversichtlich lächelnd. Es schien, als wäre Minerva kurz davor zu explodieren, denn ihr Gesicht wurde ganz rot. Ihre Lippen waren zusammengekniffen und ihre Atmung war zittrig, bevor sie sagte: Wenn du davon nicht abzubringen bist, Albus, dann musst du mit den Konsequenzen leben, die andere Menschen daraus für sich selbst ziehen werden. Albus' Gesicht wurde plötzlich ganz ernst, als er fragte: Was denn für Konsequenzen, Minerva? Minerva schluckte ihre Tränen hinunter, bevor sie mit der rechten Hand das Schmuckstück am Ringfinger umfasste und den Ring abzog. Sie hielt ihn sich für wenige Sekunden vor Augen, bevor sie ihn auf Albus' Schreibtisch legte und danach wortlos sein Büro verließ. In seinen Räumen, in den Kerkern, lief ein zerstreuter Professor Snape umher. Über die erschreckende Tatsache, einen Traum gehabt zu haben, konnte Severus mit niemandem reden, selbst wenn es ihm ein so dringendes Bedürfnis war, sich jemandem mitzuteilen. Wenn er sich in dieser Angelegenheit überhaupt jemandem anvertrauen würde,
dann wäre einzig Albus derjenige, der ihm zuhören durfte. Doch momentan wollte er selbst seinem alten Mentor nicht über den Weg trauen. Wie würde der Direktor handeln, wenn er wüsste, dass Severus einen Traum gehabt hatte, obwohl dies nicht möglich sein durfte? Albus würde es verdächtig finden. Albus würde sicherlich Harrys Kräfte dafür verantwortlich machen. Und Harry? Könnte er es vielleicht ihm sagen? Würde sich Severus seinem jungen Kollegen anvertrauen, dann würde der sicherlich bald dahinter kommen, was vor 20 Jahren mit ihm geschehen war. Aber war es nicht genau das, was er wollte? Wollte er nicht, dass Harry alles herausbekommt? Hat er ihm nicht selbst immer zu Andeutungen gemacht und Hinweise gegeben? Ja, das hatte er. Nur in Momenten, in denen er nicht ganz Herr seiner selbst gewesen war. Momente, in denen er sich selbst so fremd war. Severus wusste nicht, ob er es überhaupt ertragen würde, wenn andere Menschen davon wüssten, was ihm widerfahren war. Würde man ihn dann überhaupt noch für einen Menschen halten? Ab heute würde Severus, wie Salazar es ihm gestern warnend mitgeteilt hatte, aus unergründlichen Motiven überwacht werden, und höchstwahrscheinlich hatte das sogar der Ordensgründer persönlich angeordnet. Es wäre falsch, Albus jetzt noch weiterhin vollends Vertrauen zu schenken, wenn der ihn so argwöhnisch behandelte, als wäre er eine fragwürdige Person, die man im Auge behalten müsste. Es schmerzte ihn, dass Albus so reagierte, aber er wusste auch, dass man den Direktor nicht umstimmen konnte, egal wie gut die Argumente klingen würden, die man vorzubringen hatte. Nicht einmal Minerva könnte Albus wachrütteln. Harry war kein dunkler Lord. Severus hatte lange, viel zu lange, mit Voldemort zu tun und konnte daher sehr wohl seinem gesunden Menschenverstand trauen, um mit Sicherheit sagen zu können, dass Harry das totale Gegenteil von Riddle war. Selbst der zerstörende Traum zeigte nicht, dass Harry, selbst wenn er auf einem Thron gesessen hatte und das dunkle Mal mit dem Zauberstab berühren wollte, etwas Böses in sich barg. Möglicherweise, so dachte Severus, war es gar kein Traum gewesen, sondern eine Vision. Bei dem Gedanken lief ihm eine Gänsehaut über den Rücken. Es konnte nur eine Vision sein, oder? Es musste einfach eine sein, denn wieso sollte er plötzlich in der Lage sein, träumen zu können? Doch an Visionen, die man hatte, dürfte man sich doch gar nicht erinnern können. Visionen konnte man nur in einem Trancezustand bekommen, so dass man sich selbst nicht darüber im Klaren war, einer weiteren anwesenden Person eine Prophezeiung gemacht zu haben. Also war es doch ein Traum? Das nächtliche Erlebnis beschäftigte Severus so sehr, dass er alles haargenau niederschrieb, was er in seinem Kopf durchlebt hatte. Denn es war nicht klug, jemandem davon zu berichten. Wie würde das aussehen, wenn sein Traum an die Öffentlichkeit käme, nicht auszudenken? Er beschrieb nicht nur den Inhalt des Geträumten mit allen Einzelheiten, sondern auch, wie er sich während der verschiedenen Situationen gefühlt hatte. Die Gefühle, die man während eines Traumes verspürte, waren äußerst wichtig für die Traumdeutung. Doch Severus wusste auch, dass er selbst in diesem Fach viel zu unbeholfen war, um eine anständige Deutung aller Symbole zusammenfügen zu können. So, dass am Ende etwas Sinnvolles dabei herauskommen würde. Und falls es doch eine Vision gewesen war, so hatte er sie nun schwarz auf weiß festgehalten, obwohl er davon ausging, dass er niemals auf eine Deutung hoffen konnte. Auch wenn es ihn brennend interessierte, was sich hinter dem kryptischen Geschehen versteckte.
Das 2 Seiten umfassende Pergament schützte er mit 4 verschiedenen Zaubern, sodass niemand außer ihm selbst in der Lage sein würde, das Geschriebene lesen zu können. Es würde Monate dauern, seine eigens für solche Zwecke entwickelten Zaubersprüche zu durchbrechen. Und nur sehr mächtige oder sehr geduldige Zauberer wären überhaupt dazu in der Lage. Ein Gedanke an Miss Granger schoss ihm durch den Kopf. Sie wäre womöglich dazu in der Lage, denn Geduld und Hartnäckigkeit waren 2 ihrer Merkmale. Er versteckte die 2 Schriftrollen in seinem Büro in einem Geheimfach in der Wand, welches ebenfalls von ihm mit Schutzzaubern versiegelt wurde, kurz bevor Miss Granger ohne anzuklopfen eintrat. Hermine sah Snape an einer Wand stehen. Sie vermutete, dass er dort etwas versteckte, denn an dem Tag, an dem sie beinahe in sein Denkarium geschaut hatte, waren ihr die 4 Geheimverstecke in seinem Büro nicht entgangen. Und jetzt, in diesem Moment, stand er genau vor einem dieser Verstecke. Vielleicht würde sich später eine Gelegenheit finden, nachzuschauen, was Snape dort gerade untergebracht hatte. Guten Morgen, Professor Snape. Ich habe gehört, dass es Ihnen nicht gut ging und... Hermine hielt zögerlich inne, als er sie mit so andersartigen Augen anblickte. Sie kam einige Schritte auf ihn zu und fragte sich, was genau es war, das anders war an ihm. Doch sie konnte nicht mit dem Finger darauf deuten, so dass sie ihren Satz beendete, indem sie sagte: Ich wollte nur fragen, ob Sie sich heute fit genug fühlen, damit wir weiterforschen können. Madame Pomfrey sagte das. Hier unterbrach der Professor sie und fragte ungläubig und vorwurfsvoll: Madame Pomfrey, gibt es denn nicht so etwas wie eine Schweigepflicht? Ja, die gibt es, aber nicht unter Medizinern, unter Heilern. Antwortete sie lächelnd. Sie sind nur in Ausbildung, konterte Severus kühl, um sie daran zu erinnern, dass es ihr nicht zustand, sich selbst bereits Heilerin nennen zu dürfen. Sie lächelte jedoch weiterhin und erklärte stolz: Die Prüfungen habe ich vor 2 Wochen abgelegt. Gestern sind die Ergebnisse gekommen. Ungläubig blickte der Professor sie an, bevor er verdutzt fragte: Gestern? Ja, gestern, bestätigte sie mit Zufriedenheit im Gesicht. Sie kramte in ihrer riesigen Tasche, während sie sagte: Die 4 Jahre im Mungos sind vorüber. Ich müsste eigentlich noch laut Vertrag den ganzen August und September im Hospital weiterarbeiten. Aber die Prüfungen sind vorbei. Das Heiler-Zertifikat habe ich in der Tasche und die letzten 2 Monate habe ich meinem gesamten Resturlaub genommen. Endlich hatte sie das gefunden, was sie in ihrer geräumigen Umhängetasche gesucht hatte, und hielt ihrem Professor stolz die Prüfungsergebnisse und das Zertifikat des renommierten Hospitals unter die Nase, welches er ihr abnahm und neugierig beäugte. Sie haben ein P in Zaubertrinken? Fragte er völlig begeistert. Ein Phänomenal wurde äußerst selten vergeben, denn eigentlich gab es nichts, was die Note ohnegleichen übertreffen konnte. So eine Note erhielt man nur, wenn man außergewöhnliche Leistungen erbracht hatte, die die normalen Anforderungen weit übertrafen, wie zum Beispiel: Ich habe in den letzten Tagen eine Theorie über den Wolfsbandtrank erarbeitet und sie als zusätzliche Abschlussarbeit eingereicht. Damit habe ich mir das phänomenal eingehandelt. Mein Prof meinte, es hätte im Mungus bisher nur einen Fall gegeben, wo ein Student mit dieser Note im Zertifikat bedacht wurde, erklärte sie voll Stolz. Eine Theorie über den Wolfsbandtrank, die Sie mir nicht vorgelegt haben? Fragte er, sichtlich enttäuscht. Ich wollte, aber Harry meinte, dass sie im Krankenflügel liegen würden, weil... Sie hielt inne, bevor sie sich dazu entschloss, Snapes Gesundheit nicht weiter anzusprechen, weil er ihr bereits einen bösen Blick zuwarf. So erklärte sie lediglich: Das war keine große Sache. Ich hab nur, was ja unmöglich schien, den Geschmack des Trankes optimiert. Und womit? Ich hoffe, Ihre Theorie bewährt sich auch in der Praxis. Es wäre nicht zu verantworten, wenn der Trank zwar einen erträglichen Geschmack aufweisen würde,
die Wirkung jedoch auf der Strecke bliebe. Ich habe viel in dieser Hinsicht getestet. Sämtliche Fruchtsäuren machen den Trank zunichte. Selbst Teesorten mit ihren Alkaloiden verändern die Mischung des Trankes negativ und können daher nicht verwendet werden. Nach einem kurzen Moment fragte er neugierig. Was haben Sie denn in Ihrer Theorie verwendet? 6-Methylcumarin und Ethylvanillin. Antwortete sie wie aus der Pistole geschossen. Sie fühlte sich unwohl dabei zu wissen, dass er mit ihrer Antwort nichts anzufangen wusste, weswegen sie gleich darauf erklärte. 2 Geschmäcker, und zwar Waldmeister und Vanille. Erstaunt riss er die Augen auf, bevor er lehrerhaft und etwas vorwurfsvoll erörterte. Vanille gehört zur Familie der Orchideen und stellt eine bekannte Zaubertrankzutat dar. Die Schoten werden aufgrund ihrer aphroditisch wirkenden Substanz gern für Liebestränke verwendet. Es ist bekannt, dass die Verwendung von Vanille sich auf Zaubertränke negativ auswirken kann und so auch auf den Wolfsbandtrank und... Wieso werde ich nur das Gefühl nicht los, dass sie sich darüber durchaus im Klaren sind? Ihr Strahlen war breiter geworden, während sie seinen Ausführungen über Vanille lauschte, doch am Ende klärte sie ihn über das Geheimnis auf. Da ist kein bisschen Vanille drin, Professor. Auf seinen fragenden Blick hin antwortete sie. Das Zauberwort heißt Aromastoffe. Das sogenannte Zauberwort war ihm völlig fremd, weswegen er fragte. Haben Sie Ihre zusätzliche Abschlussarbeit dabei? Als sie verneinend den Kopf schüttelte, zog er einen Stuhl vom Tisch hervor und forderte sie auf, sich zu setzen, bevor er ihr gegenüber Platz nahm und sagte. Dann, Miss Granger, wird es Ihnen doch nichts ausmachen, mich mündlich über Ihre Theorie aufzuklären. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.